heute habe ich was ganz Besonderes für euch. Und zwar Pupsi Slime Surprise. Das hier ist eine Limited Edition. Die gibt es aktuell noch nicht zu kaufen. Erst ab August. Und hier geht es darum, den goldenen Schleim zu finden. Und deswegen gibt es am Ende von diesem Video eine dicke, fette Verlosung. Ich verlose 2 Schleimpakete. Und zwar 8 goldene Pupsis werden an einem Gewinner auf YouTube verlost. Das heißt, ihr müsst Abonnent von meinem Kanal sein, dem Video einen Daumen nach oben geben und in die Kommentare schreiben, warum du das gewinnen möchtest. Und die anderen 8 Pupsi-Schleims, die verlose ich auf Instagram. Folgt mir auf Instagram und schreibe mir unter dem Post mit diesem Bild hier, warum du das gerne gewinnen möchtest. Und verlinke gerne noch 1, 2 Freundinnen. Vielleicht gewinnt die ja für dich. Und jetzt machen wir uns mal auf die Suche nach dem goldenen Schleim. Viel Spaß! Jetzt schauen wir uns mal die goldene Edition etwas näher an. Ey, und ich bin super gespannt, ob wir den goldenen Schleim finden werden. Man kann das hier einfach oben aufmachen. Oh mein Gott, schaut euch mal die Farbe an. Wie geil. Hier ist immer ganz viel Zeug drin. Ich hole das mal alles raus. Daumen nach oben, wenn du auch auf diese Holo-Optik stehst. Das sieht so schön aus. Dann haben wir noch eine Slime-Surprise-Liste. Da könnt ihr genau gucken, welche Figur ihr bekommt. Dann kann man das hier aufmachen. Und nach haben wir einmal Unicorn Food. Unicorn Magic. Das ist rausgefallen. Ein goldener Löffel. Der ist voll schicki. Magischer Einhornduft. Die riechen übrigens immer richtig lecker. Und wow. Ein blauer Messbecher. Aber der ist wirklich schön. Diese goldene Farbe ist echt brutal, oder? Oh mein Gott. Schaut mal, wie die glitzert. Die ist so wunderschön. Sieht ein bisschen aus wie eine Mermaid. Hier haben wir Ari-Smell. Und das Wasser riecht nach Wasser. Ich stehe so krass auf Glitzer. Das sieht so toll aus. Guckt euch mal die süßen Augen an. Übrigens ist das hier ein Schlüsselanhänger. Da kann man das hier unten aufmachen. Und wenn wir dann am Ende Schleim haben, das können wir dann hier reinmachen. Und dann können wir es irgendwo hinhängen und mit transportieren. Das ist echt eine coole Idee. Jetzt, Leute, kommt der Becher. Oh, hier haben wir Furzwasser drin. Ist das geil. Das ist jetzt neu. Ah, die geht unten auf. Jede Flasche geht, ups, anders auf. Oh mein Gott, ist da jetzt Flüssigkeit drin? Das ist ganz trocken. Krass. Sieht aus, als trinkt man das. Guck, so ist das Wasser weg. Und so ist es wieder da. Jedenfalls brauchen wir jetzt unser Messbecher. So, da kommt jetzt 50 ml Wasser rein. Das kommt jetzt in die Flasche. Das machen wir jetzt nochmal. Dann kommt das Einhornfressen rein. Jetzt kommen noch 5 Tropfen magischer Einhornduft dazu. Egal, kommt ein bisschen mehr. Schadet nichts. Deckel wieder drauf. Und jetzt müssen wir das Ganze eine Minute lang schütteln. Wenn es nun sich kein Hoch, wenn er am Mädchen denkt, er hat es oft versucht, sich einfach angestrengt. Mama. Und das Ganze muss jetzt circa 20 Minuten stehen bleiben. Machen wir doch. Okay. Wir haben ja auch noch Unicorn Blink gerade entdeckt. Das ist mir einfach so entwischt. Okay, das schauen wir uns dann mal später an. Ich würde mal sagen, wir machen erst alle auf. Ich liebe es. Scheiß allein. Ey, diese Farben, das ist genau mein Ding. Also wenn das nicht Pupsi erfunden hätte, das wäre definitiv mal mein Mörchen. Bibi, oh my goodness. Wieder so schöne Sachen. So, Einhorndüftler. Mal schauen, wonach das riecht hier. Das riecht wie ein lecker Gummibärchen. Yum, yum. Unicorn Blink. Ah, Goldfolie, krass. Das heben wir uns wieder für später auf. Dann haben wir wieder Unicorn Food und Unicorn Magic. Ein schöner Löffel. Oh, der ist silber. Ey, ich bin richtig gespannt, was für ein Becher jetzt hier drin ist. Ah, der ist voll süß. Ein Vater Goop Crepe Becher. So sehen meine Fürze auch aus. Ich kann es euch sagen. Oder die vom Aini. Ah, der geht auch unten auf. Cooli. Da ist noch was drin. Oh mein Gott. Was ist das? Der Messbecher. Daumen nach oben, wenn du auf diese Farbe stehst. Und schreib mal Hashtag Lila in die Kommis. Oh, wie süß. Oh mein Gott, wie niedlich ist das bitte. Hier haben wir Nibbles oder Nibbles. Wie würdet ihr das eher aussprechen? Nibbles? Weiß nicht. Was ist das für ein Tier? Das sieht ein bisschen aus wie so ein Eichhörnchen oder so. So ein kleines Butter-Eichhörnchen. Machen wir jetzt wieder Wasser rein. 15 ml plus 15 ml sind... Wer das Ergebnis weiß, schreibt es mal in die Kommis. Nee, noch nicht zuschrauben. Da fehlt ja noch was. Mein Einhornfressen hätte ich fast vergessen. Oh mein Gott. Jetzt hier Spritzer von dem Duft. Jetzt dürfen wir den Deckel tatsächlich drauf machen. Oh ja.
Oh mein Gott, ey, ich bin so gespannt, ob ich den goldenen Schleim finde. Ich hoffe es zumindest. Ich glaube, der wird richtig geil matchig aussehen. Yeah, Gold. Leute, das ist schon mal ein gutes Omen. Ein goldener Löffel. Leute, hier ist der Einhornduft drin. Sowas erspüre ich. Oh, der riecht so lecker. Wusstet ihr eigentlich, dass jeder Duft anders riecht? Was eine Form. Krass, was ist das? Wie geil. Guck mal, das sieht irgendwie aus wie ein Kühlschrank mit so einem Kakao vorne drauf. Oh, Belch's Family Farmer Owned. Das sieht ja echt richtig geil aus. So, ich schätze mal, das müssen wir hier oben aufmachen. Tada. Ach, ich bin so ein schlauer Mensch. Oh. Einmal, zweimal, happy, happy. Oh mein Gott, ist sie süß. Das ist Holly Dudu. Ich bin mal gespannt, wie der Schleim wird. Ich bin so froh, dass ich die habe. Ist die geil. Guck mal, so ein kleiner Pupsi-Engel. Da ist so ein Heiligenschein. Oh mein Gott, die hat hinten sogar kleine Flügelchen. Wie süß. Ey, die ist echt Bombe, oder? Schreib mir mal in die Kommis, was du dazu denkst. Ich mache jetzt hier oben wieder auf. Mal oben, mal die Seite. Egal. Dieses Holo. Wieder ein goldener Löffel. Juhu. Chang-Cheesys Potza. Boah, dieser Duft, ey, der riecht irgendwie so nach Pizza mit Basilikum oder so. Naja, mach mal trotzdem mal rein hier. Als ob die auch wieder so süß ist, die Figur. Können wir gucken, wenn ich es denn aufkriegen würde. Ah, jetzt. Nee. Wir haben hier tatsächlich eine kleine Maus. Schaut mal die Augen wieder. Und vor allen Dingen hat die ganz viel Glitzer. Und die hat Käse in der Hand. Die ist ja so niedlich. Ich sag's euch, entweder hätte der Duft jetzt nach Torte gerochen oder nach Pizza. Aber ekelhaft. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie diese Maus heißen soll. Schade, dass das hier nur eine limitierte Edition ist. Weil die Sachen sind so süß. Wieso habe ich das nicht erfunden? Kann man nicht so eine Patty Lee Edition machen? Yo, man! Ein Subway Fresh Poop. Ein echter Einhorn-Poop. Das hier ist mal richtig eine Kackfarbe, gell? Hier haben wir Two Fly. Ey, das passt voll zu dem. Und da oben auf dem Korb ist sogar eine Fliege. Oh mein Gott, wie süß. Oh mein Gott, das riecht einfach nur nach so Zuckerperlen. Lecker. Ey, ich mache jetzt alles rein. Ist mir egal. Seid ihr auch eher die, die hier alles reinknallen? Ich schon. Schaut mal, ich habe jetzt extra für euch alles ganz schön angeordnet. Soll ja aufgeräumt aussehen, ne? Aber jetzt kommt der schönste Teil. Jetzt gucken wir mal, ob wir den goldenen Schleim finden. Oh mein Gott. Ah, der ist richtig sommerig. Der ist mal richtig geil, der Slime. Jetzt brauchen wir Unicorn Magic. Das geben wir jetzt einfach hier drauf. Und dann bin ich mal gespannt, was für eine Farbe unser Schleim kriegt. Das müssen wir jetzt erstmal schön verkneten. Oh, der ist so weich, der Schleim. Oh, krass. Der hat mal eine mega krasse Farbe, oder? Das Coole ist, wir haben jetzt noch Folie. Oh Gott, ist die dünn. Die legen wir jetzt hier drauf. Holy, sieht das geil aus. Oh mein Gott. Oh, ist das schön. Oh mein Gott, das sieht so schön aus. Oh, ich liebe das Glitzer. Aber wie wir sehen, wir haben jetzt nicht den goldenen Schleim erwischt. Aber Leute, der ist trotzdem Bombe, die Farbe. Das passt richtig schön zu unseren kleinen Tierchen. Jetzt schauen wir mal in den nächsten. Auch der Schleim ist richtig, richtig cool und ganz, ganz weich. Erstmal Unicorn Sparkle. Oh mein Gott, das ist geil. Schaut euch mal die Farbe an. Ist das der goldene Schleim? Ich fass es nicht. Ich glaube, Leute, wir haben den Jackpot. Wir haben ihn gefunden. Oh mein Gott, ist das schön. Schaut mal, wie der sich verfärbt. Boah, das Gold ist richtig geil. Was denkt ihr, ob das echtes Gold ist? Aber er sieht schon noch so ein bisschen matschig aus, oder? Jetzt haben wir hier noch Unicorn Sparkle dabei. Sterne sind da drin. Oh, krass. Oh mein Gott, wie das leuchtet. Wow. Wer von euch würde jetzt auch gerne diesen Schleim anfassen? Oh mein Goodness. Die Sterne sind wie so eine Massage für die Hände. Man merkt so ein bisschen die Zacken. Wie geil ist das denn bitte? Oh. Krass, wie glücklich mich Schleim machen kann, oder? Das ist heftig, wie der glitzert. Aber da ist ja noch was mit dabei. Wir haben ja jetzt noch die Folie. Einmal drüber legen, wie das klingt. Guck mal, ich habe Goldbarren.
Wow. Der ist so krass am Funkeln. Ich finde den mega. Also ich gehe mal davon aus, dass das hier der goldene Schleim ist, weil das schon so ähnlich ist. Aber ich bin mir auch ein bisschen unsicher, weil der ein bisschen matschig aussieht. Also es ist kein richtig hellgoldener Schleim. Was denkst du? Schreib mir mal in die Kommentare, ob du glaubst, dass das hier der goldene Schleim ist. Oder denkst du, das ist nur einer, der so ähnlich aussieht? Wow. Oh mein Gott, das ist mal geil. Der wird richtig silberglitzerig pink. Oh mein Gott. Also Leute, wem diese Farbe nicht gefällt, dann weiß ich auch nicht. Da habt ihr keinen Geschmack. Ich liebe ihn. Ich gebe ihn nie wieder her. Der ist so weich. Ist das geil. Hier kommt der goldene Lappen drauf. Ein richtiger Glitzerschleim. Ich liebe es. Wowie, wow, wow, wowie. Auch wenn dies nicht der goldene Schleim ist, bin ich dann doch etwas sehr verliebt. Und auf unseren engelsgleichen Schleim darf sich jetzt unser Engelchen gesellen. Ih, die Farbe. Sieht aus wie Rottenkäse hier. Das hier ist der Pizzakäse und ich kann diesen Geruch einfach nicht abhaben. Es riecht zwar nach Pizza, aber ich denke andauernd, es riecht so ein bisschen nach alten Käse. Rührein. Das hat was vom Brotbacken so ein bisschen, ne? Schön den Teig kneten. Das ist geil. Oh mein Gott, Leute, seht ihr das? Das schimmert auch Gold. Könnte das hier der goldene Schleim sein? Aber in der Beschreibung kann das auch ein gelber Schleim werden. Also, Boah, das mit dieser Folie, das ist so cool. Ich liebe das. Leute, ihr müsst mal unbedingt gucken, wie sich das anfühlt. Oh, das sieht auch richtig schön aus. Es sieht jetzt aus wie die Maus, die Käse isst. Oh, krasse Farbe. Es gibt nichts Schöneres als ein frischer Schleim, Leute. Das ist wie Bettwäsche. Wenn ihr frisch geduscht seid und ein Bett neu bezogen habt, das ist ungefähr genau dasselbe Gefühl. Wo kommst du denn her? Raus mit dir. Auch der hier ist so richtig perlenfarben, ne? Dieses Grün mit dem Gold ist schon sehr hübsch, ne? Ich liebe es einfach, wie das aussieht. Es ist so, so hübsch. Und da darf jetzt mein Kaki drauf sitzen. Schreib mir mal unten in die Kommentare, welche von den Figuren und vom Schleim du am schönsten findest. Ich habe heute nur 5 geöffnet, aber du hast jetzt die Chance, 8 goldene Pupsi Slime Surprise zu gewinnen. Wenn du eins von den Gewinnern sein möchtest, dann abonniere auf jeden Fall meinen YouTube-Kanal. Gib dem Video einen Daumen nach oben und schreib irgendeinen netten Kommentar in die Kommentare. Und schon nimmst du an der Verlosung dran teil. Du kannst allerdings auch auf Instagram 8 Pupsi Slime Surprise gewinnen. Und zwar musst du mir da auf meinem Instagram-Kanal folgen. Like das Bild mit diesen Pupsis hier. Und verlinke dort 2 Freundinnen von dir, damit die auch das Gewinnspiel sehen. Und schon nimmst du an der Verlosung teil. Das Ganze läuft eine Woche. Und die 8 Pakete, die schickt nicht ich euch, sondern die schickt MGA euch nach Hause. Also an dieser Stelle großes Dankeschön an MGA für dieses Gewinnspiel. Ich glaube, da freuen sich meine Zuschauer mega, oder? Da wünsche ich euch viel Glück und bis bald. Tschüssi, Büsli.